Hallo zusammen, heute räuchern wir mal ganz diskret mit einem kleinen Salbei-Schnipsel. Der tut's auch. Ich freue mich, dass du da bist. Wir gucken heute in die Karten und durchleuchten deine nächste spirituelle Aufgabe. Du kannst einen von drei Stapeln wählen. Ich habe ein neues Kartendeck, The Good Tarot. Da freue ich mich total drauf. Das spricht sehr klar zu mir. Like, share, abonniere dich. Das Übliche. Ich freue mich über jeden, der neu in der Community ist und über deine Unterstützung. Und ich habe ein kleines Announcement. Und zwar wird es beim nächsten Vollmond eine Sadhana mit mir geben. Was ist eine Sadhana? Das ist eine spirituelle Yoga-Praxis. Und das wird insgesamt 90 Minuten gehen. Wir werden starten mit der Organuhr. Wir aktivieren energetisch unsere Organe. Und zwar ist das eine Übung aus dem taoistischen Tantra. Dann gehen wir über in eine Vollmond-Sadhana und anschließend werden wir ins Journaling gehen für eine tiefe Reflexion, um reinzuhören, was unsere Seele jetzt gerade für ein Thema hat bzw. für Anweisungen hat oder uns eben mitteilen will. Und wenn du Lust darauf hast, dann klicke auch da gerne unterhalb vom Video und melde dich an. Ich würde mich sehr freuen, das Ganze ist live. Und ja, ich habe total Lust drauf, einfach mit meinen Zuschauern auch übers Tarot hinaus und übers Gespräch hinaus wirklich auch in die Bewegung zu gehen und in die spirituelle Praxis über Asanas und Meditation zu finden. Ich mische die Karten und dann kannst du dir deinen Stapel aussuchen. Und die Frage ist nach deiner spirituellen Aufgabe. Nach deiner aktuellen spirituellen Lernaufgabe. Ist ja wie so eine Wassernixe, die die Augen schließt und einfach sich verbindet und die Fühler ausstreckt, da oben, und sich dem Moment hingibt, sich dem Flow hingibt, dem Element Wasser, sprich ihren Emotionen, und ja, auf den richtigen Zeitpunkt vertraut, weil sie weiß, dass alles zu seiner Zeit ausreifen wird und zum Besten, zu ihrem Besten geschieht, beziehungsweise dem Besten aller Beteiligten. Das heißt, du kannst im Moment tatsächlich so ein bisschen das Gefühl haben, on hold zu sein, vielleicht sogar in der Stagnationsphase zu sein, aber wisse, Geduld zahlt sich aus. Und Bhakti spricht von Hingabe. Das ist ein Yoga-Pfad, ein Yoga-Weg, eine Yoga-Disziplin, wenn du so magst, wo es sehr viel um die Liebe und die Hingabe und das göttliche Vertrauen geht, wo du zum Beispiel auch sehr viel chantest, die Verbindung zu dir, deinem inneren göttlichen Anteil aufbaust durch diese Stimmvibration, durch Sanskrit-Mantren. Ich habe ein Video, das dich über Mantra-Chanten aufklärt, das verlinke ich dir. Und wie du zum Beispiel eine Mala zum Meditieren verwendest, verlinke ich dir auch. Und es ist ein sehr emotionaler, spiritueller Weg, einfach weil es eben viel übers Chanten geht, übers Kirtan, übers Singen und die Verehrung des Göttlichen und dieses Urvertrauen einfach durch diese tägliche Praxis kommt, wie zum Beispiel die Mala-Arbeit. Ne? Wenn du deine 108 Mantren am Tag rezitierst oder ein Vielfaches davon, kommst du wie in so einen Trance-Zustand, kommst in den Flow. Ja, so sitzt praktisch im Gebet und dein Herz geht auf. Bhakti ist der Weg des Herzens, der Hingabe. Ich habe hier auch diese drei Schmetterlinge, die gerade sehr stark zu mir sprechen. Die Gebärmutter, Cosmic Womb, vor allem für Frauen sehr wichtig, da die Verbindungen aufzubauen. Das ist auch das Wasserelement.
jetzt wieder hervorgehoben, wir haben es jetzt öfters angesprochen. Wasserflow, Emotionen. Wir haben das Herz, das hier eine Transformation durchmacht. Ja, Schmetterlinge stehen immer für einen Transformationsprozess, dass man von der Schwere in eine Leichtigkeit reinkommt, in eine neue Seinsstufe eben kommt. Und wir haben auch einen Schmetterling im dritten Auge. Und für mich ist es so eine Dreipunktaktivierung in deinem ganzen Körper, also auch dieses Embodiment zuzulassen, die Verkörperung von einem neuen Seinszustand zu suchen, energetisch auch zu suchen. Und ich habe eingangs schon gesagt, wir machen eine Vollmond-Sadhana, ich spreche es einfach nochmal an, wo wir genau mit diesen drei Punkten sogar auch arbeiten und vor allem natürlich auch dem Vollmond. Wir sind zyklische Wesen und es macht Sinn, weil wir auch Wasserkörper sind. Ja, wir bestehen ja aus ganz viel Prozent aus Wasser, dass wir mit dem Mond arbeiten, mit diesem Himmelskörper. Und Planeten sind eine äußere Darstellung von etwas, was auch in unserem Inneren existiert. Und wenn wir eine Verbindung herstellen, haben wir auch ein Wirkungsfeld, das der Mond zum Beispiel repräsentiert, in uns aktiviert. See the big picture. Auch hier ist die Einladung nach Weitsicht, das Thema Geduld, das wir gerade angesprochen haben. Innenschau erlaubt dir, dich von äußeren Themen zu lösen und dich nicht über dein Jetzt zu identifizieren. Das Jetzt ist eine Manifestation vom Gestern. Und je größer deine Vision und deine Weitsicht ist, desto veränderter wird natürlich auch dein Morgen werden können, die Manifestation im Übermorgen sozusagen. Deswegen erlaub dir zu träumen, und zwar nicht nur aus dem Kopf, sondern aus diesen Energiezentren, ja, deiner Cosmic Womb, das ist wirklich deine Gebärmutter, da sitzt eine Schaffenskraft, die du aktivieren kannst, dein Herzchakra, das du sehr stark aktivieren kannst, sehr starken Magnetismus auch ausstrahlen kannst und natürlich dein drittes Auge, das auch für die Vision und die Weitsicht steht, beziehungsweise deine Intuition, die dich da in dieser neuen Phase eben auch leiten will. Und die zwei Tarotkarten, die ich gezogen habe, sind die drei der Kelche, interessanterweise auch drei Gewässer genannt. Du siehst auch hier eine Nymphe, also beziehungsweise eine Meerjungfrau. Weiß ich gar nicht, ob man das so gut sieht. Und die tanzt mit drei Muscheln. Normalerweise sind die drei der Kelche auch oft mit drei Personen dargestellt. Hier ist sie alleine und sie ist mit sich im Einklang. Und es ist völlig in Ordnung, diese Verbundenheit nicht im Außen über einen Freundeskreis zu suchen, sondern wirklich mit dir in der Connection zum Göttlichen zu pflegen. Die Frage ist, was ist deine nächste spirituelle Aufgabe? Worin liegt diese Aufgabe? Sie liegt darin, diesen Prozess zu initiieren, diese Hingabe ans Göttliche auch wirklich auf eine neue Art zu pflegen und auch mit einer Weitsicht für deine eigene Spiritualität in den Alltag zu steigen. Welchen Einfluss darf das Göttliche denn, welchen Raum, mehr Raum darf das Göttliche für dich in deinem Alltag bekommen? Das sage ich, weil wir den Pagen der Erde haben, der hier auch mit so Schmetterlingsflügeln dargestellt ist, die wir jetzt ein paar Mal besprochen haben. 1, 2, 3, diese Transformation. Und der Page der Erde steht für ein neues Projekt. Es kann also sein, dass du hier wirklich etwas Neues initiieren willst. Das kann jetzt ein arbeitstechnisch neues Projekt sein, wenn du selbstständig bist. Das kann ein Umzug sein, das kann etwas mit deiner Ernährung zu tun haben, also mit dem Materiellen, dem Erdelement, dem Thema Manifestieren. Es ist eine allgemeine Legung, von daher sind die möglichen Themen unendlich weit. Aber es geht um einen Auftakt, um eine Initiierung und um eine Transformation. Um ein solides und mutiges nach vorne schreiten, sich dabei aber auch etwas Zeit lassen und reflektiert sein. Wie gesagt, mit einer gewissen Weitsicht auch zu arbeiten und auch diesen Weg auf sich nehmen zu wollen. Ja, der Page ist der Jüngste in der Hofkartenreihe und er hat noch einen Weg zu gehen, der ist am Anfang seiner Entwicklungsreise, das heißt, see the big picture, but be willing to take the first step.
Die Vision ist das Ziel, aber bis es dahin, bis du dort bist, musst du verschiedene Meilensteine nehmen, erste Schritte gehen. Und alles beginnt mit einem ersten Schritt. Das heißt, hab auch Geduld, vertrau dem göttlichen Timing. Auch hier nochmal Wasser und Erde, wie wir sie hier gezogen haben in den Tarotkarten, ergeben zusammen etwas sehr Fruchtbares. Da kann etwas erblühen. Ja, wenn wir die Erde bewässern, erst dann kann etwas wirklich schön erblühen. Und das braucht Zeit. Viele wollen immer gleich die Früchte ernten, aber erstmal muss das Pflänzchen wachsen und der Stängel oder der Stamm gestärkt sein. Und dann kommt die Blüte und irgendwann die Frucht. Aber die meisten Früchte sind halt auch saisonal. Das heißt, auch hier gilt wieder das Stichwort göttliches Timing, Geduld haben und auch wissen, wofür du es machst, eben das größere Bild sehen. Dein Wohin, wo soll es eigentlich hingehen? Worauf baust du gerade zu? Und zwar nicht aus dem Kopf, sondern wenn du dein Herz mal fragst, was willst du hier eigentlich konkret erschaffen? Und ich kann es eigentlich nur wiederholen, schau dir, nimm an der Sadhana teil, an der Vollmond-Sadhana. Ich glaube, das ist eine wertvolle spirituelle Praxis, einfach weil diese Bhakti-Karte hier so explizit da liegt. Bhakti ist natürlich auch sehr stark mit Krishna verbunden und dem Hare Krishna-Mantra, aber darüber hinaus eben auch mit dem Stichwort Hingabe und Liebe zum Göttlichen. Und wenn wir die Giraffe auch nochmal auf einer übertragenen Ebene anschauen, liegt deine Aufgabe gerade darin, dich von deinem menschlichen Blick auf die Sachen, also mit deiner, ich sag mal, eher ego-behafteten Ausrichtung, ja, sprich auf deine Sinne reduziert in die Welt zu gehen, tatsächlich mal in die Beobachterrolle zu kommen, aus einer Metaebene auf dich und dein Leben zu schauen, in die Situation reinzugehen, um eben nicht so emotional getriggert zu sein, sondern auch für deine Persönlichkeitsentwicklung neues Wachstum zuzulassen. Ja, wenn wir von fruchtbaren Boden sprechen, geht das natürlich nur, wenn du Wachstum zulässt und auch eine neue Perspektive für die Situation willst und eine Transformation zulässt. Schreib mir gerne in die Kommentare, was für eine Art von Transformation gerade ansteht, in was für einer Wachstumsphase du dich befindest. Und wenn du es nicht ganz so ausführlich machen willst, dann poste mir doch einen Schmetterling, dass ich weiß, dass du zur ersten Gruppe gehörst. Wenn du die Vollmond-Sadhana mitmachen magst, ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Wenn du das Tarot mit mir lernen magst, dann kannst du auch unterhalb vom Video klicken oder auf tarot-lernen.com gehen. Und da gibt es ein gratis Tarot-Training für dich und da kannst du entscheiden, ob du den Weg mit mir tiefer gehen willst und wirklich das Tarot für dich erlernen magst. Ich werde dir eine abschließende Karte ziehen, als letzten Rat oder Impuls. Der Gehängte verkehrt herum. Also er ist so rausgesprungen. Und auch hier ist eine hochspirituelle Karte. Das ist jemand, der wartet, der on hold gesetzt ist, der nicht im Außen agiert, sondern eine Ruhe zulässt, damit er zu einem Perspektivenwechsel kommen kann. Auch hier unterstreicht das die Idee von Divine Patience, von einer gewissen Weitsicht und von einer gewissen Verbindung zu sich selbst, ja, zum Göttlichen. Der wartet durch die Stille auf die Möglichkeit, erleuchtet zu werden. Buddha saß unter einem Baum, bewegungslos, bis er zur Erleuchtung kam sozusagen. Jetzt ist die Karte verkehrt herum. Das heißt für mich, dass du wohl schon länger in dem Prozess drinnen bist und vielleicht auch dir die Hände in einer gewissen Situation gebunden sind. Aber dass du dich dem hingeben sollst, wird für mich umso stärker einfach betont. Das ist im Moment deine Aufgabe, diese Hingabe in eine gewisse Machtlosigkeit vielleicht auch, sodass du zu einem Perspektivenwechsel kommst durch die Akzeptanz.
Und dann eben auch wieder zu einem neuen Seinszustand, zu einer neuen Stärke und zu einem neuen spirituellen Bewusstsein, das dich auf deinem Weg begleitet. Ich hoffe, das hat dir geholfen. Für mich ist das alles sehr stimmig. Ich hoffe für dich auch. Wenn dem so ist, gib mir gerne ein Like. Und ich würde mich freuen, wenn du hinter die Kulissen kommst und mit mir zusammenarbeitest. Wie gesagt, klick einfach mal unterhalb vom Video für die zwei aktuellsten Angebote. Bis dann. Danke dir fürs Zusehen. Herzlich willkommen zu Stapel Nummer 2. Wir haben Dharana, Fokus. Wir haben, also Dharana ist eine gebündelte Konzentration, Fokus vom Bewusstsein, dass du nicht verstreut irgendwo verunsichert in der Gegend rumsteuerst, sondern sehr fokussiert bist in der Meditation, beziehungsweise wenn du es in den Alltag überträgst, sehr fokussiert mit deiner Energie bist, sehr fokussiert auf eine Aufgabe, auf ein Projekt eben bist. Aber wir schauen tiefer in die Karten, um mehr herauszufinden, was deine aktuelle spirituelle Aufgabe betrifft. Tend to the small things. Wir haben eine kleine Maus und die erinnert mich immer, als ob sie auf so einer Yogamatte ist und da ihre Übungen macht. Ich weiß nicht, ich sehe die Karte einfach immer so. Oder auf einem Skateboard in der Gegend rumdüst. Ja, ich habe eine blühende Fantasie, ich weiß. Was die Tarotkarten betrifft, 8 der Schwerter, 8 der Luft. Das ist immer so. Da sitzt ein Engel auf einer Wolke. Einer dunklen Wolke, die wie so ein, sie putzt die Wolke sauber, ja, für mich klopft die Wolke aus, gleichzeitig ist da wie so ein Sog nach unten und es fallen Federn. Cleaning House. Wir haben den gehängten verkehrt herum. Falls du dich zu Stapel 1 angezogen gefühlt hast, schau dir den auch gern an, denn da hatten wir die gleiche Karte in einem anderen Deck, auch verkehrt herumstehen. Der Tänzer, sieht sehr tanzend aus. Und die 9 der Stäbe, 9 des Feuers. Du kannst es gut sehen. Eine Frau, die zurückgezogen so eine Sternenkette, eine leuchtende Sternenkette anschaut. Hier fliegen ein paar Elfen. Licht im Dunkeln. Die Tarotkarten stehen eher für eine defensivere Haltung und eine abschließende Karte ist so lustig. Also Stapel 1 und 2 sind ähnlich in den Energien tatsächlich. Wir haben hier Feminine Law of Attraction und ganz besonders visuell jetzt betont die Gebärmutter, the Cosmic Womb, den Bauchraum, Schoßraum, wo es rausleuchtet, wo ein großes Energiezentrum vor allem für Frauen ist. Und wenn wir das aktivieren, natürlich besonders stark manifestieren. Und wir Frauen sind mit der Mondin verbunden, einfach durch unseren Zyklus auch. Und wenn du magst, ich habe es in der Intro schon angesprochen, ich habe eine Vollmond-Sadhana, zu der ich dich ganz herzlich einlade. Wenn du da mitmachen magst, klick einfach mal unterhalb vom Video. Ich würde mich freuen, wenn du da auch dabei bist. Und wir die Mondzeremonie zusammen machen, weil anscheinend hilft dir das, etwas zu aktivieren. I love the creative adventure that is my life. I celebrate myself as a female creator. Ja, deine weibliche Schöpferkraft geht nicht nur über den Kopf, nicht nur über das Herz, sondern eben auch über deine Gebärmutter. Wo ja auch die Kinder zum Beispiel heranwachsen dürfen, neue Seelen in die Welt kommen. Okay, dann lass mich doch jetzt mal hier reinschauen. Fokus auf etwas, was heranwachsen will. Da ist es wichtig, dass man sich auf das, was man erschaffen will, auch wirklich fokussiert. Dass man praktisch diese gebündelte Kraft aus dem Schoßraum nimmt und sie mit unserem Bewusstsein ganz gezielt lenkt. Und wenn du mit Energielenkung noch nicht so vertraut bist,
Wir werden bei unserer Mondsadhana auch eine Tao-Tantra-Übung machen, wo es eben um Energielenkung geht. Tend to the small things. Ja, Detailarbeit ist wichtig, aber man darf sich da drin auch nicht verlieren. Das ist so ein feiner Grat zwischen Achtsamkeit für die kleinen Dinge, Wertschätzung in den kleinen Steps und in den kleinen Themen, ohne sich da drin zu verstreuen. Das heißt, immer wieder den Fokus aufs Wesentliche setzen und evaluieren, ist dieses, werde ich jetzt zu kleinteilig mit dem, was ich vielleicht auch gerade mir erschaffen will. Beide Karten sind wie so auf einer, hier habe ich vorhin gesagt, auf einer Yogamatte, auf einem Skateboard, sie hier ist auf einer Wolke, also da ist wie so eine Unterstützung zwar da, ein fluffiges irgendwas unten drunter, hier sind es Blätter, da ist es eine Wolke oder Blumen und eine Wolke. Aber die Acht der Schwerter sprechen auch vom Thema der Befreiung, sich aus einem emotionalen Gedankenkonstrukt befreien, damit man nicht von seinen eigenen Glaubenssätzen so zurückgehalten wird. Es ist schwer, sein eigenes Gedankenspiel zu erkennen, deswegen ist es so wichtig, sich in Dharana zu üben. Und es gibt verschiedene Stufen. Also wenn wir zum Beispiel meditieren, fokussieren wir uns zum Beispiel auf etwas. Das kann jetzt erstmal ein Mantra sein oder eine tanzende Flamme oder eine Abbildung von einer Gottheit oder auf den Atem. Und mit der Zeit passiert dann ein Switch durch diesen Fokus, durch diese fokussierte Konzentration, wo wir wirklich unsere Sinneswahrnehmung wie so ausblenden und völlig präsent im Jetzt werden und wie so in einen Trance-Zustand reinkommen und nicht mehr abgelenkt sind von eben den kleinen Dingen, von eben zurückhaltenden, vielleicht auch Glaubenssätzen, ja, die Gedanken, die uns hier immer im Kopf rumkreisen, sondern da wirklich mal Abstand vornehmen können. Und weil dieser Abstand, diese Distanz passiert, ist das wie so eine Befreiung und auf einmal rutschen wir durch die Präsenz in die Glückseligkeit, auch Samadhi genannt. Es geht hier auch um das Stichwort innerer Frieden. Dir etwas manifestieren durch das Erreichen von innerem Frieden. Das ist deine jetzige Seelenaufgabe, diesen inneren Frieden zu kultivieren, zu suchen, zu pflegen und von dem Ort aus etwas zu manifestieren. Dir einen gewissen Rückzug auch zu erlauben mit den neuen der mit den neuen der Stäben. Das ist ein Rückzug und oft, weil man eben auch erschöpft ist und weil man seine Privatsphäre braucht und weil man sich erholen will und weil man einfach mal Abstand und Distanz zu gewissen Themen braucht, um sich zu sammeln. Und sie guckt sich jetzt die Sterne an hier, also guckt sich etwas an, die fokussiert sich auf etwas, die analysiert etwas auch, die konzentriert sich auf etwas. Und Sterne stehen im Tarot auch eben für, oder der Stern steht im Tarot auch für eine Vision, für einen Wunsch, für ein inneres Bild, für Heilung vielleicht auch, die durch diesen Rückzug auch passieren kann. Also es geht auch durch die Kartendarstellung durchaus um das Thema Alleinsein, aber sie ist jetzt nicht traurig. Also für mich sieht sie eher fasziniert aus, von einer neuen Möglichkeit etwas zu manifestieren. Ja, auch hier, sie sieht sehr begeistert aus, aber sie hält das erstmal, ist erstmal für sich selbst begeistert von der Sache. Das ist wie so ihr kleines Geheimnis, sie ist wie so ihr kleines
Thema, was hier gerade heranwächst. Es ist noch zu früh, das wirklich zu teilen. Der Gehängte verkehrt, sieht hier sehr befreit aus. Er hat Flügel, der sieht aus, als ob er tanzt. Normalerweise ist der Gehängte, dem sind die Hände gebunden, der kann nicht, wie er will. Er ist erstmal frustriert und ratlos, bis er eben in die Akzeptanz kommt und in genau dieser Situation eigentlich einen versteckten Segen erkennt und zu einem Perspektivenwechsel kommt und zu einer neuen Erkenntnis bzw. Erleuchtung. Und wenn der Kopf steht, also jetzt eigentlich gerade herum wieder ist, hat er die Lernaufgabe erkannt und ist zwar noch nicht in der Umsetzung, aber der sieht einen Wert in seiner herausfordernden Situation. Und jetzt geht es im nächsten Schritt dann um die Umsetzung. Und das Thema Erleuchtung, neues Bewusstsein, das hier ist wie so die Vorstufe von Samadhi, von diesem Glückseligkeitsmoment. Da blüht es schon, ja. Man schwebt wie schon so kurz vor diesem Erlösungszustand. Ich ziehe mal eine letzte Tarotkarte, um zu sehen, was noch gesagt werden will. Ich habe so den Eindruck, eine letzte Botschaft fehlt. Oh, eine fällt raus, ohne dass ich mische. Und eine zweite. Wir haben die 5 der Kelche und den Mond. Auch ja, wie gesagt, schau dir bitte Stapel 1 an, wenn er dich angezogen hat. Der Mond war auch da sehr präsent. Die Kartenkombination steht für eine emotionale Schwere, eine gewisse Ungewissheit, einen ungewissen Weg, einen Zyklus, der jetzt hier zu Ende geht oder neu angegangen werden will, aber auch the silver lining, also wie so das Licht am Horizont. Hier sind zwar 3 Kelche umgefallen, aber es stehen nach wie vor 2. Man sieht sie nur nicht, weil man entweder in der Schuld, in der Scham, in der Trauer drin steckt und den Kopf irgendwie noch so hängen lässt. Man ist noch nicht bereit für diese neue Energie, dieses Vielversprechende. Und es gibt, du bist gerade wie so in der Übergangsphase, auch hier zu diesem Tor in diese andere Welt. Sprich, der Gehängte, der ist immer noch in seinem gehängten Zustand. Der kippt jetzt gerade und erkennt den Mond, ja, das Licht. Der erkennt die Frucht von diesem Zyklus. Die neue Aufgabe, den neuen Weg. Also da gibt es gerade so eine neue Erkenntnis, du bist gerade an der Schwelle zu einer neuen Erkenntnis für dein eigenes Leben, für den nächsten Schritt, für das, was du dir Neues manifestieren kannst. Es ist jetzt einfach sehr viel innere Arbeit noch, sehr viel Selbstreflexion. Guck dir die Sache an. Und das Versprechen ist, hey, das Licht ist schon da, du hältst es wie schon in der Hand und jetzt gilt es, da einfach noch den Raum zu halten und da die Energie zu sammeln, sodass ich was Neues manifestieren kann. Und einfach, weil wir den Mond hier auch nochmal so präsent haben, möchte ich dir einfach nochmal eine Einladung zur Vollmond-Sadhana aussprechen. Klick einfach mal unterhalb des Videos, da findest du alle Infos. Ich hoffe, dir hat das Ganze was gebracht. Wenn dem so ist, gib mir bitte ein Like und poste doch gerne ein Mond-Emoji in die Kommentare, dass ich weiß, dass du zu dieser Gruppe gehörst. Und auch er, wenn man mit ein bisschen Fantasie reinschaut, hängt wie so vor Mond, also vor diesem Zyklusthema. Und wir haben hier über den Mond gesprochen, über die Sterne gesprochen, beziehungsweise den Stern. Und abschließend haben wir hier die Sonne, die gespiegelt wird im Wasser. Und Sonne steht für das aktive männliche Bewusstsein, den Fokus. Wohingegen eben der Mond für das Weibliche steht, für das Rezeptive steht.
und vielleicht auch die Gefühlsveränderung, Gefühlsschwankung, den Zyklus eben. Und der Mond wird ja von der Sonne angestrahlt. Also hier ist ein Zusammenspiel von den verschiedenen Himmelskörpern. Und ich habe den Eindruck, dass du dich mit wie so allen dreien früher oder später identifizierst und dass deine Aufgabe gerade ist, in jeder der Phasen seine Wertigkeit zu sehen und daran zu wachsen. Wenn du es ausführlicher beschreiben willst, kannst du natürlich auch die Kommentare dafür nutzen. Wenn du das Tarot mit mir lernen magst, geh auf www.tarot-lernen.com. Genau. Ich wünsche dir alles Gute und danke dir fürs Zusehen. Hallihallo zu Stapel Nummer 3. Also gucken wir mal in die Karten. Wir fangen an mit einer Orakelkarte. Embracing Change. With every loss, I understand that something new is about to be birthed beyond what I can imagine. Veränderung umarmen und willkommen heißen. Mit jedem Verlust oder mit jedem Loslassen verstehe ich gleichzeitig, dass das Raum für etwas Neues schafft, größer als all das, was ich mir jemals hätte vorstellen können. Dharma. Oh, aber eine wichtige, große Karte. Eine Seelenaufgabe, den eigenen Seelenweg. Das sind zwei sehr bunte Karten. Die hier ist fröhlicher als diese erste, wobei ich auch die erste sehr farbintensiv fand. Also es sind ähnliche Farben, einfach die hier wirkt ein bisschen poppiger. Ich habe den Eindruck, es geht jetzt erstmal darum anzunehmen, okay, da ist eine Phase ist vorbei, aber das ist an sich nichts Schlechtes, sondern das schafft Raum für was Neues. Man weiß vielleicht nur noch nicht genau, was genau das Neue ist, aber irgendwie freut man sich schon drauf und auf den Moment der Klarheit vor allem auch. Für die nächste Aufgabe im Leben. Und das Reading geht ja um die Seelenaufgabe. Magic works through you. Der Skarabäus ist auch ein sehr heiliges Krafttier aus dem alten Ägypten, der Pharaonen. Ein Wesen, das ja zwischen den Welten wirkt und auch für die Unendlichkeit steht. Und auch Dharma ist natürlich deine Lebensaufgabe, spricht natürlich auf Seelenebene das Thema an, ja, du bist hier ja aus dem Grund inkarniert. Der mag dir als Mensch sehr klein oder vielleicht auch doch sehr groß vorkommen, aber für deine Seele gibt es tatsächlich Aufgaben, die sie erleben und verwirklichen will. Und natürlich wirst du dadurch auch viele andere Seelen animieren, inspirieren, beeinflussen. Das heißt, es ist wichtig, dass du authentisch deinen Weg gehst und dein Ding machst und auf dein Herz hörst und darauf vertraust, dieses Urvertrauen auch mit ins Leben nimmst, damit du deinen Seelenauftrag auch bestmöglichst halt realisieren kannst. Und wenn wir auf Seelenebene sprechen, haben wir natürlich das Thema Unendlichkeit auch wieder. Die Tür zwischen den Welten, ja, diesen Skarabäus mitfliegen. Vor allem im alten Ägypten, weil ich es gerade angesprochen habe, gibt es diese Pyramiden. Also da ist definitiv in irgendeiner Form ein Zusammenhang und vielleicht spricht das ja in einer gewissen Weise zu dir. Oder vielleicht lohnt es sich, dass du da weiter recherchierst. Schauen wir mal in die Tarotkarten. Wow, die sind ja schön. 9 der Kelche, 9 der Gewässer. Das ist eine Wunscherfüllung, die freut sich, die hat einen Schatz gefunden und nicht nur ein neues, der Diamant, übrigens auch so eine Dreiecksform. Die ist emotional total erfüllt. Klar, wenn du dein Dharma lebst, bist du in der Erfüllung. Es ist nicht immer leicht, manchmal fällt es einem nicht leicht, sich sein Dharma einzugestehen, zuzugestehen aufgrund unserer verkorksten Glaubenssätze. Ich bin nicht gut genug, das ist nicht gut genug, die Gesellschaft sagt aber, das und das sei richtig und dementsprechend ist das, was ich mir wünsche, vielleicht falsch, also all solche Szenarien. Aber es geht darum, die Veränderung zu umarmen und zuzulassen, sodass du immer mehr
zu dir und deiner Seelenaufgabe eben findest und die immer mehr realisieren kannst. Die hat ja auch eine Muschel, die wie noch so geschlossen ist und die gern geöffnet werden will. Einfach sehr passend zu dieser Meerjungfrau, zum Thema Meer und Muschel. Und die abschließende Tarotkarte sind die vier der Stäbe, die normalerweise immer Gesellschaft, also in der Gesellschaft dargestellt ist. Hier ist eine kleine Fee, kleiner Schmetterling, der Flöte spielt. Das ist eine weibliche Darstellung. Und das Gesellige kommt einfach durch dieses Musikalische rüber. Also das ist, hat eine gewisse Leichtigkeit, Verspieltheit. Da wird musiziert. Die Lampions sprechen zu mir auch von was Feierlichem. Da wird was zelebriert. Nämlich, dass du zwischen den Welten vielleicht auch kommunizieren lernst, eben wegen dem Skarabäus. Magic works through you, dass du diese Magie im Leben auch zulässt. Und Skarabäus fliegen lässt. Eine alte Version muss praktisch sterben. Ja? Hier muss was losgelassen werden. Das Tempelwissen bzw. das Pyramidenwissen ist ja auch so, dass Pharaonen eben mumifiziert wurden, damit sie im und was weiß ich, was noch alles für Zeremonien durchgeführt wurden, dass sie dann im Leben nach dem Tod entsprechend weiter regieren oder eben aufsteigen können. Es ist wie so, wenn du an frühere Leben glaubst, dass du etwas aus einem früheren Leben jetzt zu Ende bringst, das wäre eine Aufgabe, beziehungsweise wenn das nicht so zu dir spricht, dass du etwas, was du in früheren Tagen aufgegeben hast, hinter dir gelassen hast, jetzt wieder aufnimmst, um es auf eine neue Art und Weise wieder lebendig zu machen und einen früheren Wunsch einfach auch zu erfüllen. Etwas, was dir sehr am Herzen liegt und lag, wofür du vielleicht früher auch gebetet hast, ist in der Gebetsfunktion und in der Gebetshaltung. Es ist vielleicht auch was, was dir mit absoluter Leichtigkeit von der Hand geht. Und in unserer Gesellschaft haben wir ja gelernt, ja, du musst hart arbeiten, damit du was verdienst. Und dann hat man manchmal so das Gefühl, wenn einem was mit Leichtigkeit von der Hand geht, nämlich unsere eigentliche Gabe, dass das vielleicht nicht gut genug ist oder dass ich da noch mehr machen muss oder. Also ich habe am Anfang auch einen Konflikt gehabt, so ja, Tarot ist so easy, ist das nicht ein bisschen leicht Geld verdient? Oder vielleicht geht es bei dir, keine Ahnung, mit dem Coaching oder mit dem Malen oder so. Irgendein Thema, wo du denkst, ja, ist das jetzt nicht zu easy? Muss ich es mir nicht schwerer machen? Aber die Antwort ist nein, es darf so leicht sein. Du darfst dich feiern, deine Essenz feiern, deine Gabe feiern. Und den Schatz, den du da gerade gefunden hast. Also in den Pyramiden wurden ja auch Schätze vergraben und hier hat die einen Schatz geborgen. Da ist wohl etwas, in dem du loslässt, durch diesen Prozess des Loslassens aktivierst du wie so ja, Raum für was Neues, was Authentischeres, was deiner Seele mehr entspricht. Und das will jetzt wirklich auch von dir erkannt sein und angegangen werden. Und wenn du sagst, ich möchte ja, vielleicht mehr ins Embodiment auch gehen und mich selbst da mehr verbinden. Wie gesagt, ich habe eine Vollmond-Sadhana, die eine spirituelle Yoga-Praxis. Wir verbinden uns auch mit deinem Innersten, wortwörtlich wirklich mit deinen Organen energetisch. Unser Körperbewusstsein spricht auch immer sehr stark zu uns, wenn wir denn zuhören wollen. Und danach gehen wir ins Journaling und gucken, was da eben gechannelt werden will nach der spirituellen Praxis. Und ich finde sowas immer super kraftvoll. Das heißt, wenn du mitmachen magst, dann klick mal unterhalb vom Video. Und wenn du das Tarot mit mir lernen magst, dann geh auf www.tarot-lernen.com. Ich ziehe eine abschließende Tarotkarte, ob noch vielleicht irgendwas zusätzlich gesagt werden will, ein Fokus gesetzt werden will. Und ja,
rauskommen, die achte Stäbe, das ist eine positive Kommunikation, eine positive Nachricht. Also das ganze Reading hier hat für mich auch einen sehr beflügelnden Eindruck oder was sehr Leichtes auch oder sehr Schönes, was mitschwingt. Und diese Transformation, diese Seelenaufgabe, in der es in diesem Video geht, wird auch schnell vollzogen und du wirst schnell die nächsten Infos erhalten. Der nächste Weg, der nächste Schritt wird dir relativ offensichtlich gezeigt und es ist wie so fürs Herz einfach auch ja, sehr, sehr erfreulich. Genau. Wenn dir das Ganze was gebracht hat, dann gib mir ein Like, abonniere dich auch gerne an meinen Kanal und hinterlass mir doch, warum nicht auch einen Diamanten, einfach weil wir hier von einem Schatz gesprochen haben. Genau, ich wünsche dir was, ich danke dir fürs Zusehen, teile das Video mit jemandem, von dem du denkst, dass er oder sie es gesehen haben soll und bis demnächst.